auch mit dem Grund, warum es die kleinen Facecam gibt. Denn bei längeren Aufnahmen sind bei der Facecam ist dann Delay. So. Ich habe noch nicht ganz rausgefunden, warum. Aber hey. Okay. Ich kann es auch antippen, dann ist sie glücklich. I see. Okay. Hier in der Trainerschule. Oh. Was geht da wohl vor sich? Hallo, Tauros. Wie es scheint, versperrt Tauros den Weg. Aber unser Ziel ist ja sowieso die Trainerschule. Also müssen wir uns wohl keine Gedanken darüber machen. Gehen wir hinein. Bin schon ganz gespannt auf die Trainerschule. Brzt. Jo. Na, Rico. Ich muss euch wohl irgendwie überholt haben. Wahrscheinlich, als wir im Pokémon Center waren. Willkommen in der Trainerschule. Ein Muss für alle aufstrebenden Trainer. Naja. Wenn du das sagst. Ah, Professor Kukui. Das ist also das Mädchen, das Unterricht erhalten soll? Genau. Es darf übrigens ruhig etwas anspruchsvoller sein für Riku. Ich verlasse mich auf sie. Vier Trainer. Deine Aufgabe ist es, hier gegen vier Trainer zu gewinnen, Riku. Die Erfahrungen, die du dabei sammeln wirst, werden dich und deine Pokémon stärker machen. Nachher, wo ich gerade von Erfahrung rede. Der OP-Teiler. Na Mensch. Wenn der EP-Teiler eingeschaltet ist, erhalten nach einem Sieg alle Pokémon in deinem Team Erfahrungspunkte. Bei dieser Unterrichtsstunde halten sich manche deiner Gegner im Inneren und manche außerhalb des Schulgebäudes auf. In den einzelnen Klassenzimmern erhältst du außerdem hilfreiche Tipps. Also dann, der Unterricht fängt an. Sie sieht vielleicht harmlos aus, aber all ihre Schüler sind starke Trainer. Einer von ihnen wurde nach seinem Abschluss sogar ein Captain. Noch ein kleiner Hinweis von mir. Wenn du einmal gegen ein Pokémon gekämpft hast, wird dir angezeigt, wie effektiv eine Attacke gegen es ist. Nun bekommst du Infos zu den Wechselwirkungen zwischen den Typen. Um wilde Pokémon zu treffen, musst du einfach nur in hohes Gras gehen. So sammelst du im Nu viel Kampferfahrung. Jo. Okay. Nimm dann mal den Trank an mich. Und lasse Haspiro nach vorne. Würde ich sagen. Hi. Und wenn Mo bei im Kampf geschwächt ist, will ich das mit einem Trank gleich wieder aufpäppeln. Du nutzt Tränke. Okay. Danke für den Hinweis. Und du nutzt Mobile. Danke auch für den Hinweis. Bin gerade am Überlegen, ob Mobile irgendwelche Gesteinsattacken schon kann auf dem Level. Weil wenn nicht, dann kann ich hier einfach mit Mabula und Lehmschelle arbeiten. Dann trainiere ich die beiden. Also nicht nur Aspyro, sondern halt auch Mabula. Und die Trugträne gefällt mir mal gar nicht. Senken mir doch nicht meine Spätzdef. Dann auch noch stark, also wirklich. Naja. Dafür senke ich dir deine Genauigkeit. Pfö. Mir doch egal, Mann. So. Frischfliegel. Aua. Aua, das hat 9 abgezogen. Okay. Das einen würde ich noch aushalten. Aber der trifft mich. Perfekt. Perfekt. Und da kommt der Trank. Ja, tatsächlich. Mist. Wir haben jetzt tatsächlich einen Trank, ja. Blöde Kuh. Naja. Ist okay, ist okay. Mein minus 5 Genauigkeit. Er trifft nicht mehr viel.
Er trifft nicht mehr viel. So, sehr schön. Damit wäre das Mobile erledigt. Mabula Level 8. Aspiror nicht. Oh, der EP-Teller ist an. Das ist nicht gut. Sollte diese Niederlage am Selbstbewusstsein meines Teams kratzen, leiste ich ihm seelischen Beistand. Jo, mach mal. Mach mal, was du denkst. Mit Items kann man Pokémon nicht nur heilen, sondern auch ihre Statuswerte erhöhen. Im richtigen Moment eingesetzt, sind sie im Kampf daher wahre Lebensritter. Jo. Du mir auch. Und so. Du mir auch. Okay. Dann einmal in den Beutel. Hier mal alles markieren. Und den machen wir bitte wieder aus. Danke. Danke, danke, danke. Den OP-Teller brauche ich nicht. Überlevelt man viel zu leicht. So, was haben wir hier? Noch ein Trank. Sehr schön. Übrigens, Lilly. Danke. Danke für die Heilung. Sehr freundlich. Okay. Ja, wir spielen Wasser, Pflanze, Feuer. Oh ja, Schnick, Schnack, Schnuck. Und wer hat jetzt gewonnen? Wasser oder Feuer? Welcher Typ gewinnt? Wasser natürlich. Ach ja, du hast ja völlig recht. Jetzt erinnere ich mich. Echt toll, was du alles weißt. Jo. Okay. Wasser oder Feuer? Ja, bleib dabei. Okay. Ich hätte jetzt gehofft, dass hier noch mehr Fragen kommen und ich irgendwann dann eine Belohnung fürs richtige Beantworten bekomme. Aber anscheinend nicht. So, den kann ich wahrscheinlich wieder nur erst als letztes herausfordern. Deswegen quatsche ich ihn gar nicht erst an. Aber gucken wir mal, was wir hier so für wilde Pokémon kriegen. Ob sich da irgendwie großartig was geändert hat. Magnetilo. Magnetilo wild erscheint. Ja. Bin ich noch nie begegnet. Doof. Das ist Level 7, also werde ich es mal bekämpfen. Warum gehe ich auf Robbal und nicht auf Mabula? Weil ich habe auf Mabula eine Lehmschelle, die einfach mal vierfach Schaden macht. Ich weiß es nicht, wahrscheinlich weil ich dumm bin. Ich bin ein Dummbatz. Oh, das Viech kann sogar schon Donnershock. Yay. Das ist gerade weniger cool. Ich überlege gerade, ob ich es mir fangen will. Ich bin ein Doom, richtig. Oh, an sich. Ich hatte halt Mabula schon in meinem Sonderstream verwendet. Bei Magnetil Magneton hatte ich in meinem Mond Let's Play verwendet, ja. Und ich finde Mabula irgendwie niedlicher. Und war das Viech weg. Ja, Donnershock. Egal. Überleb den. Das überlebst du aber nicht. Tschüss, Magnetilo. Magnetilo. So, okay. Perfekt. Robber Level 11. Coole Augen. Nee. Nee, lass mal einen Porsche. Gut. Der Buff.
Genau. Also eigentlich ist es ja kein Bus, sondern ein Akku-Pack. Ne? Heißt ja schon Akku-Pack. Dich wollte ich nicht ansprechen. Aber danke. Jo. Dankeschön. So, hier. Fühl dich geherzt, Rotom. So, was haben wir hier? Ein Paraheiler. Okay. Nehmen wir mit. Hey, na. Mach dich bereit für Giftwolke, die absolute Lieblingsattacke von meinem Slimer. Damit vergiften wir alles und jeden. Okay, Schleimer, hä? Huh? Puh, okay. Hallo, Alula, Schleimer. So, was sagst du denn zu einem Pfund? Oh, es war ein Volltreffer, okay. Was für ein Schleimer, ja eben. Ne, was für ein verdammter Schleimer. Pfö. Finde ich nicht nett von dir. Zum Glück ist Vergiftung vor allem auf niedrigen Leveln nicht so extrem gefährlich. Weil ein Achtel halt trotzdem nicht viel ist. So. Aber ich will sie trotzdem loswerden. Da besteht kein Zweifel dran. Ja, bla, um Freundschaft kümmern. Bla bla. Bla bla bla. Dann hier einmal schön das ganze Gift wegtupfern. So. Das ist aber auch das Einzige, was ich hier in der Pokepause machen werde. Statusveränderungen heilen. Pulver- und Puderattacken wie Giftpuder oder Schlafpuder haben auf Pokémon vom Typ Pflanze keine Wirkung. Mit Giftwolke kann man sie aber vergiften. Oder mit ziemlich jeder anderen Giftattacke, die vergiften kann. Außer halt Giftpuder. Hallo Mauzi. Dem sind wir immer noch nicht begegnet. Tja. So viele Pokémon, die wir noch nicht kennen. Zitze. Euler. Bäh. Bäh. Heul doch nicht rum, ey. Heul doch nicht so rum, Mauzi. Der Biss tut richtig weh. Okay. Dann lassen wir das mal. Ich habe es in den Optionen nicht gesehen. Eventuell kam es aber auch erst dazu, als wir dann wirklich einen Rotom-Pokédex hatten. Danach war ich noch nicht in den Optionen. So, ja, beiß mich, ist mir egal. Hier, höre meine Säuselstimme. Oh, Haspirohr kriegt seinen Level Up. Sehr schön. Wann das entwickelt sich Haspirohr? Durch Freundschaft? Ja, tut's. Okay. Okay. So. Warum ist das ein männliches Haspirohr? Mach Menno. Naja. Schlappohren männlich ist irgendwie so ein bisschen merkwürdig. Aber naja. So. Hier können wir auf jeden Fall nichts ändern. In den Optionen.
Ich mit diesen ganzen doofen Neumarkierungen. Da habe ich keinen Bock drauf. Nerven. So. Trainerpass. Jo, danke. Sportlink. Bla. Nie. Das ist mir egal, dass das nervt. Aber das werde ich definitiv. Das werde ich definitiv nicht weiter anklicken. Ist dann halt so, dass es nervt. Puh, was soll's. Moment, ich wollte eigentlich erstmal eine kurze Heilung von Lilly kriegen. Lilly! Kommen Sie mal her, junge Dame. Heil mal bitte mein Team. Dankeschön. So. Bla. Also wirklich, Mauzi, warum gefällt es dir denn vor der Treppe so sehr? Wahrscheinlich, weil er mir hier im Weg stehen könnt. Hä? Hier, gib das einem deiner Pokémon zum Tragen, auch wenn es selbst schon Klauen hat. Eine Flinkklaue. Bekommen wir also immer noch hier. Okay. In einem Kampf kommt immer das Pokémon mit der höchsten Initiative zuerst zum Zug. Aber wenn dein Pokémon eine Flinkklaue trägt, greift es mitunter zuerst an, unabhängig davon, wie hoch sein Initiativewert ist. Ja. Aus dem Grund werde ich diese Flinkklaue auch direkt mal meine Mabula in die Hand drücken. Beziehungsweise in die Zangen drücken. So. Weil das Viech ist halt langsam. Eine Flinkklaue zeigt nur Wirkung, wenn du sie einem Pokémon zum Tragen gibst. Ah. Also das, was ich gerade gemacht habe. Danke. Mann, Mann, Mann. Bla, AP, ja. Das sind so Standardinfos, die man nicht vorlesen braucht. Ciao, mein Safcon trägt eine Sinelbeere. Safcon. Really? Echt jetzt ein Safcon mit einer Sinel? Warum? Ich meine, gut, lieber eine Sinelbeere als ein Trank. So. Aber. Das wird gar nicht nervig oder sowas. Aber wenigstens ist das ein Safcon, das auch tackle kann. Also wird es nicht jede Runde Härtner einsetzen. Hoffe ich. Einen Tackle haben wir bisher gesehen. Das ist schon mal ganz schön gewesen. Wow. Flinkklaue triggert. In dem Kampf relativ egal. Aber danke für den Volltreffer. Das fand ich sehr nett. So, okay. Ein Hit noch. Allein Safcon, warte, ich pöppel dich mit ein paar Bären wieder auf. Ja, mach. Mach halt. Mir egal. Hier, ich heb dir auch ein paar Sinelbeeren. Wenn du sie einem Pokémon zum Tragen gibst, freut es sich bestimmt.
Jo, danke. Safkan sieht so süß aus, wenn es mitten im Kampf an seiner Sinelbeere mampft. Bestimmt. Die Bücher hier sind so hochinteressant. Wusstest du, dass nicht nur Pokémon einen Typ haben, sondern auch ihre Attacken? Und wenn die Attacke denselben Typ hat wie das Pokémon, das sie benutzt, dann wird sie dadurch sogar total stark. Ja, das nennt sich Same Type Attack Bonus. Bärenkatapult. Ich glaube, das war anders gemeint. Ich glaube, der Herr Zimni hat von einem Bärenkatapult gesprochen, nicht von einem Bärenkatapult. Auch wenn seine Aussprache nicht ganz deutlich war. Das stimmt wohl.